Also diese Arbeit heißt A Space Without a Use, ein Raum ohne Nutzen. Und es geht darum, um die Begrenzungen und Beschränkungen im Alltag, die man ja sehr schwer nur ablegen kann. Und zwar dieses ewige Thema, dass man keine Zeit hat und sich den Tag verdienen muss und immer sehr in Eile ist. Und darum machen wir jetzt hier einen Raum ohne Nutzen, den wir einfach gekennzeichnet haben, so mitten in den Alltag gelegt haben. Und da laden wir die Passanten ein, mitzumachen. Und da suchen sie sich eine Tasse aus. Die wird dann bis zum Rand, ganz bis zum Rand gefüllt mit Wasser. Und dann bietet man ihnen noch an, der Raum gehört ihnen, nehmen sie sich Zeit. Und dann können sie umherwandern, allerdings ohne einen Tropfen zu vergießen. Und das ist so ein praktischer Trick, mit dem man dann so etwas Langsamkeit erzielt und so das gewöhnliche Marschieren mal ein bisschen ablegt. Manche sagen dann dazu, dass man runterkommt oder dass man sich konzentriert auf was. Und ja, und das ist so an Passanten gerichtet. Also es geht hier nicht, es ist nicht eine Galerie, es ist der Alltag. Und wir gucken mal so, wie die Menschen reagieren. Some people will go for it and some people don't. And you can't make any value about or value what people do, so that's an important part of how we are and how we set up the conditions. Mm-hmm. But we've had some people come to us who've had quite unusual experiences. Allerdings kein Trinkwasser. Nein, nein. Auch heute Morgen war ganz interessant. Da war ein Mann mit zwei Töchtern, kleinen Kindern. Und das eine Mädchen hat es also, oder die beiden Mädchen wollten es gerne machen und die haben dann auch den Vater mit herangeholt. Und zum Schluss sagte das Mädchen, es hätte Spaß gemacht. Und das fand ich sehr interessant. Also die war gar nicht so damit beschäftigt, ob sie das nun richtig oder falsch macht und ob sie Wasser verliert, sondern es hat ihr Spaß gemacht. Und sie ist auch so verschiedene Wege gegangen, hat den Raum richtig ausprobiert. Und dann hat sich der Vater auch eingelassen. Also das, so passiert es öfter. Ne? So einer kommt und dann die anderen kommen auch hinterher. Aber es gibt auch manchmal so ganz tiefe Erfahrungen. Zum Beispiel hatten wir mal einen, das war wohl jemand, der auf der Straße lebte, das war in England. Wir haben diese Performance schon öfter gemacht in verschiedenen Ländern. Und der hat uns eine Zeit lang ein paar Tage zugesehen und ist dann gekommen, gefragt, ob er das auch machen dürfte. Und wir natürlich gesagt, ja, und ihm auch eine Tasse gereicht. Und dann, wir hatten damals so eine kleine Allee, und die auch um die Ecke ging. Und er verschwand und kam nach 20 Minuten wieder, immer noch mit dem Wasser. Und hat uns dann erzählt anschließend, dass er Soldat war und dieses PTSD, also Post-Traumatic Stress Disorder hat. Und Therapie macht und so, und das alles ihm nichts bringt. Aber diese Erfahrung wäre für ihn wunderbar gewesen und er wäre so richtig mal zu sich gekommen. Und das ist so interessant, ne, wie die Leute darauf ansprechen und was dann kommt an philosophischen Ideen über das Leben und die Arbeit und Sinn und Zweck. Und gestern war auch eine andere Dame da, die seit 44 Jahren als Krankenschwester arbeitet und demnächst aufhört. Und die das auch sehr interessant fand, weil sie sich jetzt den Fragen stellt, welchen Nutzen sie im Leben haben wird, wenn sie nicht Krankenschwester ist. Ne? Und trotzdem auch froh war darüber, dass sie mal ein anderes Leben erfahren wird.